Wir spielen Slay the Spire. Zum ersten Mal. Und ich denke, ich werde es so verkacken. Ich bin sowas von gespannt, ich wollte das Spiel schon seit Ewigkeiten spielen. Seit Ewigkeiten. So, was ihr nicht seht, ich mache mal kurz die Kamera aus. Hier kann ich Spieleinstellungen, Patch-Notizen und Verlassen sehen. Und wenn irgendwas überblendet wird, dann zeige ich es euch trotzdem. Aber jetzt spielen wir erstmal zum ersten Mal. Erster Run, Slay the Spire. Auf geht's, ich bin bereit. So, wir können... Es gibt wahrscheinlich vier Charaktere, so wie das hier aussieht. Der Eiserne. Der verbliebene Soldat der Eisernen verkauft seine Seele, um dämonische Energien nutzen zu können. Glühendes Blut heilt am Ende des Kampfes 6 TP. 5 verbliebene Freischaltungen. Okay, da gibt es Freischaltungen noch. Mit einem Stadtsied wird bestimmt, was in diesem Rand zufällig auftaucht. Ist hier ein Button? Okay, nee, das lassen wir so. So, Exordium. So, das ist wie, ich würde schon sagen, der Grundstock allen Roguelikes. Hier die Karte. Man kann selbst entscheiden, wo man hingeht. Und sich selbst den Schwierigkeitsgrad aussuchen. Es gibt Unbekannt. Das ist dann wahrscheinlich so ein Ereignis. Hier könntest du auf Monsterschätze laden und etwas völlig anderes treffen. Dann gibt es den Händler. Hier kann man sein Gold ausgeben. Dann gibt es Schätze. Hier bekommen wir Relikte und Gold. Lager können wir heilen oder Karten verbessern und Gegner feindselig und Elite. Nach dem Sieg bekommen wir ein Relikt. Das hört sich sehr interessant an. Schauen wir mal. Okay, hier gibt es Elite-Kämpfe. Ich würde sagen, wir gehen den Weg hier. Wir starten mal von hier. So, besiege Gegner, indem du Handkarten ausspielst. Um Karten auszuspielen, brauchst du Energie. Sobald die ausgeht, beende dein Zug. Zu Beginn deines Zuges ziehst du neue Karten und erhältst Energie. Spiele defensive Karten aus, um Block zu erhalten. Wenn die Gegner angreifen wollen, Block reduziert den Angriffsschaden, aber verfällt zu Beginn des nächsten Zuges. Während deines Zuges kannst du die Absicht des Gegners über ihm sehen. Wenn der Gegner vorhat, dich anzugreifen, sorgt dafür, dass du genug Block hast. Selbstverständlich. So, was ihr jetzt nicht seht hier, ich mache nochmal die Kamera aus, sorry. Wir haben drei Aktionen oder drei Mana, nenne ich es mal. Und die können wir ausgeben. Ich mache wieder die Kamera an. Und dann schauen wir erstmal, was die machen. Strategisch, der will einen Buff einsetzen. Er rollt sich bei Angriffsschaden ein und erhält 7 Block einmal pro Kampf. Und er greift mit 5 an. Mhm. Zwei verwundbar. Mach mal den mal. Und ich würde sagen, wir zerschmettern. Den hier. So, der hat sich jetzt zusammengerollt. Jetzt wächst er. Erhält Stärke. Wieder nochmal wachsen, okay. Was macht der denn? Dieser Gegner will einen negativen Effekt auf dich wirken, okay. Wir machen 9 Schaden.
Der ist weg vom Fenster. Wir verteidigen einfach mal, weil ich ihn sowieso nicht glätten kann. Jetzt macht er meinen Angriff schwächer. Tipp keine Karten mehr. Wenn es keine Karten zum Ziehen gibt, wird dein Abwurfstapel in den Nachziehstapel gemischt. Okay, cool. Jetzt greift er nochmal an. Aber das kriegen wir so hin. So, da haben wir 16 Gold. Und eine Karte. Füge dreimal einem zufälligen Gegner 3 Schaden zu. Füge 8 Schaden zu. Mit jedem Spielen dieser Karte erhöht sich ihr Schaden im Kampf um 5. Füge allen 4 Schaden zu und wende einen Verwundbar auf sie an. Was ist da wohl die beste Entscheidung? Wir nehmen das hier. So, dann haben wir hier den Händler. Willkommen. Willkommen, willkommen. Füge 9 Schaden zu, ziehe eine Karte. Knaufschlag, Spalten, füge allen Gegnern 8 Schaden zu. Oh, nehmen es gelassen. Nehmen es gelassen hört sich gut an. 8 Block und eine Karte ziehen. Verliere immer am Ende deines Zuges ein TP und füge allen Gegnern 5 Schaden zu. Wow. Wir können auch Karten entfernen. Und hier können wir noch Sachen kaufen. Relikte. Und das sind Tränke. Okay, man kann, so wie es ausschaut, 3 Tränke mitnehmen. Ein schneller Schlag. Aber ich glaube, wir nehmen es gelassen, ist ziemlich gut. Füge allen Gegnern 8 Schaden zu. Sollen wir die noch kaufen? Ja, kaufen wir. So, der Kieferwurm, er ist aggressiv und will angreifen. Er erleidet mehr Schaden durch Angriffe. Machen wir erstmal das hier. Okay, dann kann man Blitz und Donner machen. Wir bekommen jetzt zwar ein bisschen Schaden, aber wir heilen ja auch am Ende des Kampfes um 6. Das sehe ich jetzt noch nicht so. Buff einsetzen und blocken. Wow, Drag. Danke für den Raid. Und damit erstmal Hallo an alle, die von Drag kommen. Normalerweise spiele ich ebenso wie Drag gerne. Geht raus. Normalerweise spiele ich ebenso RP momentan. Spiele ich jetzt zum ersten Mal Slay the Spire. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Und wenn ihr ein bisschen zuschauen möchtet, bleibt gerne hier. Ich würde mich ebenso über ein Follow freuen. Kein Ding, ist ja kostenlos. So, was macht der denn? Der macht jetzt 10 Schaden. Ich danke schon mal vorab für den Support. So, schmettern.
Ich glaube, das macht nicht genug Schaden, ne? Nee, dann muss ich das machen. Bringt, glaube ich, nichts. So, dann haben wir. Er greift wieder mit. Jetzt könnte es allerdings passen. Ja, sehr schön. Eine Karte. Ein Blutbad, flüchtig. Hast du diese Karte am Ende deines Zuges auf der Hand erschöpft? Sie. Also ist für den Rest des Kampfes aus deinem Deck entfernt. Okay, man muss das Blutbad definitiv spielen, sonst fliegt es raus aus deinem Deck. Bis zum Ende des Kampfes. Dann haben wir Aufrüsten, erhalte 5 Block, verbesserte eine Handkarte bis zum Ende des Kampfes. Das ist geil. Und da haben wir wieder 8 Block und eine Karte ziehen. Nein, das ist der. Das gefällt mir. So, jetzt können wir aussuchen, wo wir hingehen. Zu dem Unbekannten oder zum Kampf. Ich gehe mal zum Unbekannten. Als du eine Sackgasse erreichst und dich umdrehst, krachen Mauern von der Decke. Du bist gefangen. Drei Gesichter materialisieren sich an Wänden und sprechen. Vergiss das, was du weißt, und ich lasse dich gehen. Ich verlange Veränderungen, um einen Raum freizugeben. Wenn du mich passieren willst, musst du wachsen. Transformiere eine Karte aus deinem Deck, entferne gerade eine Karte aus deinem Deck oder verbessere eine Karte aus deinem Deck. Das ist eine echt geile. Echt geiles Ereignis. Wow. Verbessere alle Handkarten bis zum Ende des Kampfs. Füge allen Gegnern 11 Schaden zu. Da ist noch mehr Block. 7 Schaden. 10 Schaden und 3 verwundbar. Ja, wenn, dann mache ich eine von den Karten. Aber das hört sich extrem geil an. Ultra Yuku Addicts. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Danke für den Follow und willkommen in der Community. So, zufriedengestellt verschwinden die Wände vor dir zurück in die Decke und geben deinen Weg frei. Nächster Kampf. Oh, was ist das denn? Dieser Gegner will einen Buff einsetzen. Er ist ein Kultist, okay. Das heißt, wir können direkt draufhauen mit allem, was wir haben. Wunderbar. Ritual. Erhält am Ende des eigenen Zuges 3 plus Stärke des Hart. Das ist hart. Wir nehmen, glaube ich, das da. Und machen die einmal schmettern auf ihn. Hat sich jetzt gebufft. Erhalte Block und verbessere alle Karten. Ich glaube, das machen wir. Boah, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das, ja, um eins reicht es nicht, dass ich ihn crashen kann. Na, später. Oh doch, es reicht doch. Wieso reicht es dann doch? Naja, sei es drum. Da haben wir einen Kultistentrank. Erhalte ein Ritual. Erhalte am Ende deines Zuges Stärke. Trink oder wirf Tränke während des Kampfes. Du kannst Tränke über Räume hinweg mitnehmen. Schlachtruf. Ziehe eine Karte, lege eine Handkarte auf den Nachziehstapel erschöpft.
Wende schwach auf alle Gegner an. Erschöpft. Nimm es gelassen. Einschüchtern ist aber schon ziemlich nice, muss ich sagen. Fügen weniger Angriffsschaden zu. Auf alle Gegner. Nimm es gelassen. Ach was, komm. Ich bin hier der Blocker. So, jetzt haben wir einen Elite-Kampf. Wenn wir hier lang gehen. Da oben ist auch noch ein Elite-Kampf. Die würde ich mir nämlich gerne mal anschauen. Aber vorher... gehen wir mal zu einem Lagerfeuer, würde ich sagen. Okay, hier können wir uns ausruhen. Heile dich um 30 deiner TP, also insgesamt 24, oder verbessere eine Karte in deinem Deck. Das machen wir, weil wir hier voll geheilt sind. Spalten. Block. Füge allen Gegner 11 Schaden zu. Machen wir das mal. Und jetzt gehen wir zum Elite. Was bist du denn? Erhält 8 Block am Ende des eigenen Zuges immer. Okay. Der Gegner schläft. Ich glaube, wenn wir draufhauen, dann schläft er nicht mehr. Der schläft weiterhin, okay. Oh, jetzt. Er ist betäubt. Jetzt geht er los. Jetzt ist er 18 Schaden, okay. Ja, das war ein ordentlicher Hieb. Nochmal 18 Schaden, okay. Das nehmen wir so mit. Was macht der denn jetzt? Der Gegner will einen mächtigen negativen Effekt auf dich wirken. Erstmal aufrüsten. Wendet 3 verwundbar an. Das ist natürlich heftig. Ist gelassen. Nochmal 20, 10 Block. Wir nähren erstmal das da. Das sind 15 Schaden. Wie Schaden ist das denn? 7. Aber ich glaube, den kriegen wir wirklich, den können wir erschlagen. Aufrüsten. Die sind doch schon aufgerüstet, ne? Komm, mach nochmal. Ja, nee, das hat nichts gebracht. Da jetzt kommen wir nochmal richtig in Schaden reingeballert.
Das sind 12. Perfekt. Yay! Und wir haben nur 3 Leben verloren. Eine Sonnenuhr. Erhalte jedes dritte Mal, wenn du den Nachziehstab mischst, 2 Energie. Relikte. In Inspire sind Relikte mit einzigartigen Boni zu finden, die du für den Rest des Runs behältst. Du kannst sie in Truhen oder durch das Besiegen mächtiger Gegner finden. Machtkarten. Jetzt geht's los. Diese Karten wendet eine Macht auf dich an, wenn du sie ausspielst. Mächte sind passive Fähigkeiten, die für den Rest des Kampfes anhalten. Verderbnis. Fähigkeiten kosten 0. Immer wenn du eine Fähigkeit spielst, erschöpfe sie. Aha. Okay, die Karten hier kosten alle 0. Das hier kostet auch 0. Aber die Karten werden erschöpft, ne? Erschöpfte Karten werden für den Rest des Kampfes entfernt und es kostet 3. Verliere 2 TP, füge 8 Schaden zu und mit jedem Spielen der Karten erhöht sich der Schaden der Toben. Das finde ich jetzt nicht geil, ehrlich gesagt. Wir nehmen den. Sporenwolke. Wendet beim Tod für 2 Züge verwundbar auf dich an, okay. Dieser Gegner will einen negativen Effekt auf dich. Die machen 13 Schaden. Wunderbar. Ich mache erst einmal den weg. Okay, jetzt bin ich verschleimt. Nimm es gelassen. Ich kann... Die machen 13 wieder, ne? Wenn ich jetzt 11 Schaden mache, reicht es aber nicht, um ihn zu killen, leider. Das mache ich trotzdem. Ätzende Spucke, wieder verschleimt. Dann kann ich Toben auf ihn spielen. Er ist weg vom Fenster. Ich glaube, das ist besser, wie wenn ich zweimal angreife. Okay, er bufft sich nur. Perfekt. Perfekt, perfekt. Knaufschlag. Erhalte Block. Füge Schaden zu. Nochmal spalten. Eisenwelle. Komm, ich glaube, ich nehme nochmal Spalten. So, dann haben wir hier einen Schatz, dann haben wir ein Lagerfeuer hier. Ich will aber hier zum Elite.
Deswegen müssen wir hier lang gehen. Oh. Hornklappe. Erhalte zu Beginn deines zweiten Zuges 14 Block. Meines zweiten Zuges, okay. Wir können ausruhen, was ich jetzt nicht machen muss. Wir schmieden. Okay, die Karte, der Kartenschaden erhöht sich um 8. Ich glaube, wir verbessern die hier. Ein bisschen mehr Block ist immer gut. Spalten. Ja, machen wir. Willkommen. Wir befügen allen Gegnern x-mal Schaden zu. Aha, insgesamt 15 dann. In zwei Wunden auf die Hand. Erhalte. Was sind denn Wunden? Geheime Technik. So viel haben wir gar nicht. Alles Könner. Unser Deck wird langsam zu groß, ne? Ich muss ein paar Karten rauswerfen. Machen wir den Schlag weg. Ansonsten können wir nichts kaufen. Jo. Dann. Wieder Elite. Was seid ihr denn? Gegner will angreifen. Dieser Gegner will einen negativen Effekt und wehrt einen Debuff ab. Okay. Okay, verwunden wehren sie dann ab, ne? Egal, das war richtig gut. Richtig gute erste Runde. Und das Beste ist, jetzt bekomme ich nämlich 14 Block dazu, ne? Die machen benommen rein ins Deck. Krass. Greife mit 18 an. Unfassbar, dass ich es nicht schaffe, dass der jetzt kaputt geht. So, nimm's gelassen. Machen wir einmal. Okay, jetzt haben wir noch verteidigen. Es ist so bitter. Jetzt geht es nochmal richtig hier das Benommen ins Deck rein. Wir müssen definitiv Karten rauswerfen, sonst ist die Sonnenuhr kaum was wert. Wunderbar.
die Shuriken. Wenn du 3 Angriffe in einem Zug ausspielst, erhalte 1 Stärke. Aha. Ziehe 3 Karten. Du kannst in diesem Zug keine weiteren Karten ziehen. Nimm 2 Wunden. Wunden ist unspielbar. Aha. Verliere immer am Ende des. Aha, aha, aha. Du kannst keine weiteren Karten in diesen Zug ziehen. Komm, nimm das da. Ein Ereignis. Vor dir befindet sich ein kunstvoller Schrein, der einem vergessenen Geist gewidmet ist. Entferne eine Karte aus deinem Deck, wunderbar. Noch ein Schlag weg. Als du ehrfürchtig auf die Knie sinkst, spürst du, wie eine Last von deinen Schultern abfällt. Okay, jetzt können wir ja nur einen Weg wählen und das ist der da. Ha, was seid ihr denn? Die machen ganz schön viel Schaden. Mhm. Wie viel Schaden ist das denn? 19. Die Wunden werden mit dem Stick reingemischt. Das war's, glaube ich, für alle. Machttrank. Wähle einen von 3 zufälligen Machttränken. Nehmen Sie auf die Hand. Sie kosten 0. Ah, Machtkarten. Machtkarten. Ich habe doch keine Machtkarte. Das ist wahrscheinlich random dann. Verbessere eine Karte. Okay. Die müssen wir definitiv wieder aufrüsten. Das war richtig geil. Richtig fett, sage ich euch. Spalten ist natürlich auch geil. Nimm es gelassen. Kommen wir in dem Aufrüsten. Und diese Aufrüsten, die machen wir jetzt nämlich gleich auch wieder aufrüsten. Was bedeutet, dass alle Handkarten bis zum Ende des Zuges verbessert werden. Wunderschön. So, und das sieht ja schon aus wie ein Boss, ne? Oh, shit. Der Gegner will in seinem zu blocken, okay, und wechselt nach dem Erleiden von 3 Schaden in den Defensivmodus. Zerstören, zerstören. Alter Junge.
mir, Junge. Ansonsten geht's dir aber noch gut, oder? Ich könnte Schmettern machen, ne? Dann ist er wenigstens verwundbar. 3 Runden, aber ich könnte ihm auch 22 Schaden zufügen. Wobei machen das? Da kommt jetzt ein übelster Schlag durch. Uah, 13. Einen negativen Effekt. So, jetzt wechselt er in den Defensivmodus und was macht er da? Einen Buff einsetzen. Stachelhaut. Immer wenn du einen Angriff spielst, erleide 3 Schaden. Aha. Das müssen wir dann nicht machen. Obwohl, das können wir machen. Ja. Okay, jetzt macht er 16 Schaden. Und wir haben wirklich nur den Block hier. Er macht 8 Schaden. Ich glaube, das müssen wir so lassen. Stachelhaut endet. Okay, jetzt muss er 40 Schaden bekommen und macht 20 Schaden. Junge, Junge. Das ist böse. Jetzt blockt er nur. Perfekt. Perfekt, perfekt. So muss es laufen. Er macht Stachelhaut und greift für 9 an. Wir haben ja alle Karten schon aufgerüstet. So, jetzt macht er 16. Das war meine Heizung. Ich würde gern ein bisschen mehr Schaden machen, aber dann kann ich nur 8 Verteidigung aufnehmen. Okay, die Stachelhaut endet. Wunderbar. Alter, 50. Egal, jetzt bekommt er richtig, richtig auf die Fratze. Schau dir mal den Toben an. Zwölf Schaden. Ja, müssen wir das auch spielen. Jetzt wechselt er nämlich wieder die Form. Es ist so gut.
Hems gelassen. Und ja, das war's für ihn. Yay! Der Wächter haben wir freigeschaltet als Trophäe, die jetzt nicht unten angezeigt wird. Steroidentrank. Erhalte 5 Stärke, verliere am Ende des Zuges 5 Stärke. Okay, okay. Erhalte eine Karte. Immer wenn du Block erhältst, füge einem zufälligen Gegner 5. Erschöpfe deine Hand, füge pro erschöpfter Karte 7 Schaden zu. Nimm mal den Moloch. Der hört sich doch ganz cool an. Und dann bekommen wir sogar noch eine Schatztruhe, ein weiteres Relikt. Erhalte in deinem Zug Energie. Du beginnst Kämpfe mit 2 Wunden im Nachziehstapel. Aha. Immer wenn du TP verlierst, zieh eine Karte. Oh, das ist aber gut. In Elite- und Bosskämpfen erhalte 1 plus Energie. Immer wenn du TP verlierst, zieh eine Karte. Ah, die Sonnenuhr zählt weiter, das ist ja geil. Die Sonnenuhr zählt weiter. Das ist cool. Elite und Boss kämpfen 1 plus. Das ist eine schwierige Entscheidung, was ich jetzt treffen muss. Zwei Wunden im Nachziehstapel. Mal der Qual. Das hört sich für mich eigentlich ganz gediegen an. Hier, mal der Qual. Macht nichts. Oh, die Stadt. Zwei Wunden im Abziehstapel. Im Nachziehstapel. Die nehme ich gerne in Kauf. So, dann wollen wir mal. Erstmal Elite-Gegner. Oh, 2 Elite-Gegner auf dem Weg. Ich glaube, wir gehen rechts rum. Und zwar den Weg hier. Was bist du denn? Ah, die werden in der Nachtsichtstab. Okay, okay. Ich mache mal kurz Kamera aus, dass ihr seht. Wir haben jetzt 4 Energie. Von Anfang an, durchgehend. Das ist geil. So, was macht der denn? Der macht Block. Block wird zu Beginn des Zuges nicht entfernt. Er wählt 3 Debuffs ab. Aha. Ein richtig nerviger Gegner. Jetzt macht er 10 Angriff. Wir können da nochmal aufrüsten.
einzige Stelle bekommen. Wir sind gebrechlich. Karten bringen dir 25% weniger Block für 5 Züge. What? 5 Züge, krass. Und jetzt greift er einfach mal mit 20 an. Junge, Junge. Verteidigen bringt mir echt wenig. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Spalter. Puh, 14 Schaden. Macht wieder 10 Schaden. Wir können das hier machen. Er bekommt Schaden. Das können wir ebenso spielen, dann bekommt er Schaden. Dann können wir den hier spielen. Den hier. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ja, wieder 15 bekommen, ne? Was ein Penner. So, dann nochmal den Spalter. Und dann haben wir hier noch einen Schlag. Perfekt, so läuft das doch. Ein Energietrank, erhalte 2 Energie. Hm. Kultistentrank. Erhalte am Ende deines Zuges Stärke. Komm, mach den weg. Teuflische Linie. Nimm einen zufälligen Angriff auf die Hand. Dieser kostet für diesen Zug 0. Erhalte 7 Block Erschöpfe eine zufällige Handkarte. Erhalte immer am Ende deines Zuges 3 Block. Oha! Was bedeutet, der Gegner bekommt auch automatisch Schaden dann, ne? Hier entlang bitte. Vor dir befindet sich ein Altar mit vergessenem. Der einem vergessenen Gott gewidmet ist. Auf dem Altar sitzt eine verzierte weibliche Statue. Alpha TV 01. Hallo, hallo. Alles klar? Sie ruft nach dir, sie verlangt Opfer. Soweit ja, und selbst bei mir ist alles bestens. Ich spiele heute zum ersten Mal Slay the Spire. Es läuft einigermaßen besser als erwartet. Wir sind jetzt im zweiten Akt. Ich weiß nicht, wie viele Akte es gibt. Aber es macht extrem Spaß. Und ich bin gespannt, was mich hier noch erwartet. Kennst du Slay the Spire? Erhalte 5 Max TP und verliere. Aha. Werde verflucht. Natürlich. Natürlich kennt das. Wenn du willst, kannst du mir ja gerne ein paar Tipps geben. Und schau mir einfach ein bisschen zu. Würde mich freuen. Über jeden kleinen, ja, Hint, Tipp. Wie gesagt, ich bin kompletter Neuling. Ich spiele es heute zum ersten Mal. Okay. Nimm dir Max HP. Ja, hätte ich jetzt fast auch gesagt, ne? Es sind zwar. Ja, gut, okay. Besser als verflucht zu werden. Definitiv.
Du siehst auf dem Altar und schneidest in die Handgelenke, als das Blut als Opfergabe fließt, strecken sich die Arme der Statue nach dir aus und umschließen Augen. Alles wird dunkel. Als du kurz später erwachst, durchströmt dich ein Gefühl mit neuem Potenzial. Wunderbar. Ja, das war ja nur schlecht und schlecht, würde ich sagen. Ja, klar, natürlich. Effektiv waren das 15 HP minus, weil du die Max HP bekommen hast. Heilst du dich auch immer um diesen Wert? Ja. Stimmt. Hast du recht. Wir gehen als nächstes zum Händler. Ich habe einen ordentlichen Batzen Gold, glaube ich. Okay. Knüppeln, 32 Schaden. Okay, wir befinden uns jetzt schon recht gut, weil wir 4 Energie von Anfang an haben. Was bedeutet, es macht dann allen Gegnern 20 Schaden. Ein Aderlass, aha. Was ist das denn, Verbandskasten? Unspielbare Statuskarten können jetzt ausgespielt werden. Oh, das ist geil. Erhalte alle 3 Züge ein Mana. Das hört sich aber auch nice an. Verursache bei jedem 10. Angriff doppelten Schaden. Aha. Ich würde mir gerne so, ehrlich gesagt, so viel kaufen. Was ist das denn? Der glitzert so. Verdopplungszwang. Deine nächste Karte wird in die Züge zweimal gespielt. Aha. Ach komm, wir müssen doch eine Karte aus dem Deck rauswerfen. Wir haben schon so ein großes Deck. Mach den Schlag weg. Wir können immer noch eine Karte kaufen, wenn wir es wollen. Adalas, verliere TP. Erhalte 2. Wirbelwind. Nimm's gelassen Rabatt. Wenn die im Rabatt ist, ne? Nimm mal mit. Wie sieht da auch dein Deck aus? Ich zeig dir mal ganz kurz. Wir haben 2 Schläge drin. Dann haben wir den Verteidigen, Schmettern. Ich glaube, wenn du die Karten siehst, dann weißt du schon, wie es aussieht. Wenn du das Spiel schon kennst. Ich gehe ziemlich viel auf Block mit ihm. Und hier habe ich eine Macht, wenn ich Block erhalte, füge ich einem zufälligen Gegner 5 Schaden zu. Und hier ist die Karte. Am Ende des Zuges erhalte ich 3 Block. Ich glaube, das ist ein netter Combo. So, zurückkehren. Ja, wir kaufen nichts mehr. Es gibt so viele verschiedene Arten, den zu spielen. Diese werde ich wahrscheinlich noch irgendwann kennenlernen. So, dann haben wir schon wieder ein Ereignis. In einem verlassenen Tempel findest du ein riesiges Buch. Es ist geöffnet und gefüllt mit kryptischen Schriften. Als du versuchst, das komplizierte Skript zu verstehen, beginnt es sich zu verändern und verwandelt sich in eine Schrift, die du lesen kannst. So was lesen. Seltsam. Das Buch scheint von einer Anin namens Niao zu handeln. Das weckt dein Interesse, aber auch ein allgemeines Gefühl von Unwohlsein. Oh shit. Die Ahnen der Wiederbelebung Niao wurde auf den Grund des Spirits verbannt. Du bist wach, mehr zu lesen. Dein Körper beginnt zu schmerzen. Oh shit. Ah. Auf der Suche nach Rache segnet Nia Außenseiter und nutzt sie für ihre eigenen Zwecke. Du beginnst, dich sehr schwach und erschöpft zu fühlen. Diejenigen, von Nia wiederbelebt wurden, können sich nur noch an Fragmente ihres früheren Ichs erinnern und sind dazu verflucht, bis in alle Ewigkeit zu kämpfen. Als du dich in der letzten Seite näherst, beginnen sich alle deine Wunden wieder zu öffnen. Was ist das, wenn wir das Buch erhalten?
Ich würde ja gerne das Buch erhalten, wenn ich ehrlich bin. Am Ende deines Zuges kannst du eine von drei zufälligen Karten wählen und sie in den Nachziehstapel mischen. Na, das ist jetzt suboptimal. Naja, du beschließt das Durchlesen, den durchlesenden Foliant mitzunehmen. Du wirst auf einen Beweis in Händen deine Erinnerung behalten. Ja. Wir gehen jetzt wieder rechts, weil hier ist ein Lagerfeuer. Und dann kommt hier eine Elite. Ein Mann mit der Augenklappe und einem teuflischen Grinsen schlendert lässig zu dir herüber. Hela, Fremdling. Bist du interessiert, die Wissenschaft voranzubringen? Kein Training oder Segen kann dich so stark machen, wie ich es kann. Du wirst es brauchen, falls es einer deiner Helden mit Todessehnsucht bist. Falls du einer der Helden mit Todessehnsucht bist. Was sagst du? Verliere 3 TP. Und erhalte 2 Stärke. Transformiere 2 Karten. Erhalte ein besonderes Relikt. Beginne den Kampf mit 3 Stärke, verliere am Ende des ersten Zuges 3 Stärke. Aha, im ersten Zug sind wir dann quasi stärker. Aber die wird dann wieder genommen am Ende des Zuges, ne? Was ist transformieren? Was bedeutet Karten transformieren? In eine andere Karte tauschen? Alpha ist vielleicht gar nicht mehr da. Ah, ja, genau. Okay. Hältst du das für eine gute Idee, Alpha? Ich würde definitiv. Aber ist zufällig, was du bekommst. Ich würde hier fast 2 Verteidigen wegmachen wollen. Ich habe zu viel Verteidigen nämlich auf der Hand. Das ist definitiv nichts. Das ist eventuell cool, aber im ersten Zug mache ich noch nicht so viel Schaden. Deswegen muss ich, glaube ich, das machen. Auch komm, wir machen einfach 2 weg. Okay, wir haben Flammenwall bekommen und wir haben einen richtig geilen Durchkämpfen bekommen. Erhalte 12 Block immer, wenn du dich in diesem Zug ein Gegner angreifst. Für die. Das kostet aber 2, ne? Ist auf jeden Fall sehr geil. Großartig. Der Mann spritzt dir 3 unbekannte Substanzen ein und zieht ein Notizbuch hervor. Als dir langsam schwindelig wird, fängt er an, wie wahnsinnig Notizen da hinein zu kritzeln. Ohne jegliches Gespür von Zeit zu haben, kommst du irgendwann wieder zu Sinnen, aber die dubiose Person ist verschwunden. So, jetzt können wir hier. Ich glaube, wir heilen einmal auf, weil es kommt ein Elitekampf. Und ich bin sehr, sehr, ja, misstrauisch gegenüber diesem Elitekampf. So. Aha, was bist du denn? Buch des Stechens. Da hat sich der Foliant wahrscheinlich zu einem Buch des Stechens entwickelt, den wir dabei hatten. Der ist fies, ei, ei, ei.
So, lesen wir mal. Schmerzende Stiche. Wenn dieser Gegner dir Schaden zufügt, erhalte eine Wunde im Abwurfstapel. Oh, das ist ja böse. Wir machen definitiv das da. Er macht 12 Schaden, ne? Wunderbar. Aber was er nicht weiß, weil Alpha, wir fangen immer mit 4 Energie an, bekommen aber dann 2 Wunden in den Ablegestapel. Hier. Wähle eine Karte. Was ist das denn jetzt? Wieso bekommen wir das denn? Haben wir irgendwas gemacht? Dein nächster Angriff in diesem Zug wird zweimal ausgespielt. Oha. Das Buch sagt das. Okay. 18, okay. Wir können einmal. Stopp, wir spielen erst ein Moloch. Dann spielen wir Aufrüsten. Und dann können wir noch mal Donner machen. Okay. Sollte eigentlich gut zu sein. Wähle eine Karte. Aha, das Buch macht uns immer mehr Karten ins Deck rein, das ist ja krass. Man kann übrigens nie sehen, wie viel ich Verteidigung habe, ne? Die Kamera ist ein bisschen zu weit oben. Soll ich das vielleicht mal ein bisschen einstellen? Ja klar, nur für den Kampf, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich jetzt aber nicht einstellen, das muss ich für den nächsten Stream machen, dass die Kamera ein kleines bisschen weiter unten ist, dass ihr sehen könnt, wie viel Block ich habe. Weil sonst hättest du irgendwann 1000 Karten im Deck. Ja. Das stimmt. So, 21 Schaden macht er. Verwundbar macht er noch. Ah, das ist er auf ihm. Wunderbar. Läuft doch. Du kannst auch keine Karte nehmen. Aha. Du kannst auch keine Karte nehmen. Er macht wieder. Wie viel ist das denn? 24. Uiuiui. Nächster Angriff ist doppelt. Nimm 2 Wunden in die Hand. Da kriege ich jetzt 4 Wunden ins Deck rein, ehrlich. Nur spielbar, wenn alle Handkarten Angriffe sind.
Fähigkeitskarten kosten 0. Immer wenn du eine Fähigkeit ausspielst, erschöpfe sie um. Okay, da hätten wir jetzt Kampf draus. Ziehe 3 Karten. Okay, dann können wir einmal aufrüsten. Er macht 30 Schaden. Heilige Scheiße. Es gibt sogar eine Variante, den zu spielen. Da willst du so viele Flüche wie haben wir. Ehrlich, das ist ja geil. Das ist ja witzig. Füge 6 Schaden zu, nimm eine Kopie dieser Karte. Okay. Nimm einen zufälligen Angriff auf die Hand, dieser kostet 0. Ist, glaube ich, eh unrelevant. Bis dahin ist er sowieso weg. Dachte ich. Ich glaube, wenn er jetzt angreift, dann ist er weg. Okay, er ist sowieso weg. Perfekt. Das klingt doch eigentlich besser als erwartet. Immer wenn du 10 Karten spielst, ziehe eine Karte. Immer wenn du in diesem Zug einen Angriff ausspielst, erhalte Block. Und wenn ich Block bekomme, besteht eventuell die Möglichkeit, dass jemand Schaden bekommt. Geiler Combo. Wir können jetzt eine Karte verbessern. Machen wir das mal. Na, das ist sowas von unnötig. 4 Block am Ende, das ist genauso schlecht. Immer wenn du Block erhältst, füge einem Gegner 7 Schaden zu. Ich glaube, das ist die Karte, die wir ein bisschen buffen sollten. Das ist die einzige Karte, die mir jetzt in den Sinn kommt, ein bisschen zu verbessern. Läuft, läuft. Kapitänsrat, erhalte zu Beginn deines drittes Tours. Wie geil. Wir haben jetzt die Hornklappe, die im zweiten Zug 14 Block bringt, und dann das Kapitänsrat, das im dritten Zug 18 bringt. Wollen wir noch eine Karte verbessern? Wenn wir da lang gehen, kommt aber schon wieder eine Elite, ne? Für den ersten Run so viel Elite-Gegner zu machen, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Weil ich würde gerne so weit kommen, wie es möglich ist. Bist du noch da, Alpha?
Wahrscheinlich nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich auf mich allein gestellt wieder. So soll es sein. Tipps zu bekommen ist immer geil. Aber schlussendlich muss ich entscheiden. Wir nehmen Daimler-Route. Panzerrüstung. Panzer der Parasit. Ah, warst du in der Küche? Kein Problem, natürlich. Mach dir was zu essen, mach dir was zu trinken. Ich bin froh, wenn du wieder da bist. Erhält 14 Block am Ende des eigenen Zuges. Ungeblockter Angriffsschaden reduziert. Okay. Und er greift mit 12 an. Okay, was ist das denn schon wieder? Schon wieder wähle eine Karte. Was bedeutet denn das Auge? Also an sich mehr Elite, mehr Relics, mehr gut. Hast du recht, hast du recht. Ich habe halt bloß immer die Angst, dass ich dann einen Run aufs Spiel setze, ne, wenn ich so einen Elite-Kampf noch mache. Wie gesagt, das ist der erste Run, ich würde gerne ein bisschen mehr sehen noch. Das Auge sagt, du kannst dir deine Hand anschauen. Ah! Danke. Wieso müssen wir jetzt hier eine Karte ziehen? Aufkommen. Haben wir irgendwas? Naja, sei es drum. Du kannst auch keine nehmen und einfach überspringen, ja? Das stimmt. Das könnte ich auch machen. Der greift jetzt mit 18 an. Wir machen. Ah, das wollte ich gar nicht spielen. Wir könnten Nimskörner. Nee, was? Komm auf. Lass mal so, wie es ist. Durchdrehen. Das ist auch okay. Ist das Rad, wie geil. Ja, warum nicht? Dann hätten wir noch Wut, immer wenn du in diesem Zug einen Angriff ausspielst, erhalte Block. Wunderbar. Ja, überspringen. Ah, dann endet Wut. Okay. Was ist denn Wut? Wo sehe ich denn Wut? Zwei, drei Schaden. 42 Schaden. Einfach mal einen Hammer drauf mit 63.
und dein Gegner verliert für den Rest dieses Kampfes 2 Stärke. Die finde ich gar nicht mal so schlecht, aber ich habe ja schon 20 Karten drin, ich darf jetzt nichts mehr mitnehmen. Vergiss deine Belohnung nicht. Ich klicke sie zum Aufheben einfach an. Okay. Brauche ich nicht. Oh, jetzt kommen 2 Gegner. Eieiei. Nehmen es gelassen. Die machen nicht mal wenig Schaden, ne? Der macht gut Schaden. Junge, Junge. Vor allem, wenn ich die Pestbestie. Du kannst die guten Karten. Wenn du gute Karten hast, dann nimm die ruhig mit. Solange du nicht weit über 30 kommen, klappt, kommst, ist alles gut, okay. Ja. Ja. Wenn ich die macht der dann mehr Sporen wurde, mit 2 Züge verwundbar macht er mich. Flammenwall. Schaden, okay. Lass mal so. Ich würde Blitz und Donner spülen, ja. Noch mal Moloch. Kann man Moloch zweimal spielen? Das ist die Frage. Ich denke schon. Ich nehme es mal mit. Alpha, wenn du Lust hast, lass doch ein Follow da. Dann bekommst du sogar Punkte, wenn du die ganze Zeit die Nachrichten schreibst. Ich glaube, du weißt es sowieso. Aber ich würde mich drüber freuen. Weil Slay the Spire wird von jetzt an ein Spiel sein, das ich öfter spiele. Und ich bin immer froh, wenn ich dann Tipps von dir bekomme. So, der macht 18. Drecksvierle. Jetzt macht er 27, ne? Ach komm, den Schaden. Oh! Danke, Alpha, für den Follow. Freue mich sehr. Ja, hast du es in meiner Info gelesen? Ich wohne in Japan. Jetzt macht er mich noch gebrechlich. Wie geil. Ja. Mittlerweile sind schon insgesamt gerechnet 5 Jahre ungefähr. Und seit ich nach Japan gekommen bin, das letzte Mal vor 3 Jahren. Also ich war vorher als Travel and Work dort, vor knapp 7 Jahren. Und jetzt lebe ich halt hier.
Ich glaube, ich muss einen Trank nehmen. Der Gegner, der setzt mir ganz schön zu. So, dann testen wir mal, ob der Moloch zweimal, ob ich den Moloch zweimal spielen kann. Oh ja, kann ich. Geil. Kann beliebig auch verbessert werden. Aha. Immer wenn du in diesem Zug einen Angriff ausspielst, erhältst du 3 Block. Aber erst mit denen hier. Kostet ja nichts. Und ich mache eben 14 Schaden damit. Der macht jetzt 12, ne? Ich könnte mich fragen, obwohl das war's das schon? Ja. Einfach wunderbar. Kampftrance Plus oder Blutriss Plus. Immer wenn du dich, wenn du durch eine Karte TP verlierst, er hatte 2 Stärke. Aber so viele Karten habe ich gar nicht, die TP zufügen. Nur spielbar, wenn alle Handkarten Angriffe sind. Das ist krass. Wir nehmen die Kampftruppe mit. Einfach weil die Plus ist. Ei, wer seid ihr denn? Mystikerin und Centurio. Die Wunden brauche ich jetzt diesmal nicht, um mit auf die Hand zu nehmen. Spalten, nehmen wir Spalten mit. Gebrechlich. Oh. Yep. Immer wenn du einen Angriff ausspielst, erhältst du Block. Ich könnte Schmettern ausspielen. Der hat übrigens die Mystikerin gebufft. Schaden, das ist gut. Füge Schaden in Höhe deines aktuellen Blocks zu. Der ist ja krank. Den nehmen wir mal mit. Karten bringt ja weniger Block. Ich würde sagen, wir machen erstmal Moloch. Kampftrance. Flammenwall. Füge einen Gegnerschaden zu. Dann weiß man das da.
springen, das Ding. So. Oh, what the hell? Die Drecksmüßigerin heilt auch noch auf jetzt. So, ich würde aber sagen, das war's für die Mystikerin. So, der bufft sich selbst. Er soll dann machen. Da haben wir Muskelspielen. Krank. Wir machen jetzt richtig heftigen Schaden. Läuft doch, läuft doch. Entwaffnen plus der Gegner verliert 3 Stärke. Oder ein Sprung, 3 Füge, 8 Schaden zu. Ist der Gegner verwundbar, erhalte. Wow. Findest du Entwaffnen oder ist die Karte Entwaffnen gut? 3 minus für den Rest des Kampfs. Ich sehe die eigentlich nur als Ballast, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme sie mit. Gerade willst du dich an einer Gruppe verschleierter Figuren vorbeischleichen, da kommt einer von ihnen auf dich zu. Hast du was für mich, mein Freund? Bitte, ein paar Münzen vielleicht. Ich brauche nur einen Platz zum Wohnen. Ich habe Schätze dafür einzutauschen. Er winkt wahnhaft und harmlos. Erhalt ein Relikt. 3 Stärke und 3 Damage sind schon ein. Ah, okay. 3 Stärke sind 3 Damage. Das kann schon einen Unterschied machen. Ja. Ein Fluch. Unspielbar. Halte am Ende deines Zuges eingebrechlich. Komm, ich gebe ihm das Geld. Oh, ja. Hier, ein fairer Handel. Was haben wir denn bekommen? Heil zu Beginn jedes Kampfes 2 TP. Mhm. Wow. So, lala. Was machen wir hier? Die greifen nicht an, ne? Verliere. Erhalte Block. Immer wenn du eine Status- oder Fluchkarte ziehst, ziehe alle vor. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Das sind jetzt gute Schaden reinkommt. So. Füge 2x5 Schaden zu. Nimm's gelassen. Jetzt war nämlich noch gebrechlich, ehrlich.
So, dann negiert es. Dann machen wir mal den hier. Nehmen es gelassen. Okay. Wende schwach auf alle Gegner an. Wir nehmen den Doppeltreffer. Okay, der bufft sich jetzt wieder. Dann können wir Kampf draus spielen. Junge, Junge, habe ich jetzt eine Auswahl an Karten. Deine nächsten zwei Angriffe werden zweimal ausgespielt. Ich habe keine zwei Angriffe leider dabei. Den hier. So, ist das ein nerviger Gegner? Deine nächsten zwei Angriffe machen wir das hier. Okay. Da, da steht. Zuckergebräu. Wirf beliebig viele Karten ab, dann zieh genauso viele. Nimm zwei Wunden auf die Hand 20 Block. Erzeuge eine Kopie, eine Angriffsode. Brauchen wir das? Nee. Wir machen durch Kämpfen 2 rein. So, dann haben wir hier noch ein Lagerfeuer, was bedeutet, wir können jetzt noch eine Karte verbessern. Aber was verbessern wir, ne? Toben. Block 7 füge allen Spalten. Komm, wir machen das Toben. Weiter geht's. Jetzt geht's los. Was bist du denn, der Champ? Heilige Schmal, 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 Schmal. Was kann der denn? 420 Leben. Ich glaube, dir geht's zu gut. Oh, wow. Barrikade. Dein Block verfällt nicht mehr. Machen wir den hier. Dann können wir Toben spielen. Spalten. Ich füge viermal zwei Schaden zu. Verwund beendet. Das ist geil, Barrikade, ehrlich. Nee.
Nee, das können wir so lassen. Blutbad. Nehmen wir das Blutbad mit. Oh, macht mich gebrechlich und verwundbar. Spiel doch die Blockkarten einfach, du behältst den Block, ja, und die kommen so oder so auf den Abschlusshaufen, jo. Richtig. Ne, das lassen wir. Greif schon an, sagt er. Wenn er sagt, wir sollen angreifen, dann greifen wir ihn an. Alter, 43 habe ich. Verteidigung. Muskelspiel. Mhm. So, nehmen wir das mit. Ich glaube, da kommt gar nicht mehr durch. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ah, Dreck. Ich wollte eigentlich Toben zweimal spielen. Ah. Was mal? Der ist eigentlich gar nicht so schwer. Dauert bloß lang. Der Champ ist harmlos, der ist sowas von harmlos. Ich spüre meinen Zorn. Okay, jetzt kommt er. Ah, wir haben die Sonne aktiviert, was bedeutet, wir haben jetzt 6 Energie. So, dann machen wir einen Doppeltreffer mit Spalten, würde ich sagen. Wunderbar. ...72 Rüstung. Der kommt einfach nicht durch. Kampftrons. Muskelspiel. Aufrüsten. Mach mal den da. Ich glaube, ich mache den Flammenball. So, dann machen wir hier mal den Skrassen. Yeah, zweimal toben. Ich glaube, das war's für ihn. Die nächste Errungenschaft. Perfekt, weil wir keinen Schaden bekommen haben. Schnelligkeitstank, ziehe 3 Karten. Ja, mach das weg.
Wow. Knüppeln ist geil. So. Was haben wir denn hier? Erhalte in deinem Zug. Du kannst ein Lagerfeuer nicht mehr schmieden. Erhalte beim Aufheben einen besonderen Fluch und drei Relikte. Hä? Drei Relikte für einen Fluch? Heftig. Ziehe zu in jedem Zug zwei Karten mehr. Beginne den Kampf mit Verwirrt. Immer wenn du eine Karte ziehst, sind ihre Kosten zufällig. Ach du Scheiße. Müssen wir am Lagerfeuer noch schmieden? Ich habe die Befürchtung, dass wir gar nicht mehr schmieden müssen am Lagerfeuer. Dann kann ich mir nämlich den Schmelzhammer mitnehmen. Die Glocke? Ehrlich? Ehrlich? Ich bekomme einen Fluch. Ich will einen Fluch. Ich bekomme einen Fluch. Okay, wenn du das sagst, Alpha, ich vertraue dir. Kann nicht aus dem Deck entfernt werden. Ja, das ist ja mal. Junge, Junge. Holy shit, das ist ja mal sowas von lächerlich. Erhalte beim Aufheben 2 plus Tankslots. Krank. Jede Machtkarte, die du erhältst, ist verbessert. Und immer wenn du TP verlieren würdest, verlierst du eins weniger. Ja. Ja. Ich beschwere mich jetzt mal nicht. Ja, die Karte ist komplett. Ja, das lohnt sich sowas von. Gut zu wissen. Das ist echt ein guter Tipp. Wo sind wir denn hier? Wie hieß das Kapitel jetzt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich. Vor lauter Aufregung. Wir sind nämlich im letzten Kapitel jetzt. Im dritten. Ist ja das letzte Kapitel, soweit ich weiß. Die Musik hört sich auch so an. Das Jenseits. Oh. Hier kommen wir definitiv zum Ende. Ich würde sagen, wir fangen ganz rechts, ganz links an. Gehen den Weg. Was bist du denn? Die sind lustig. Wird nach zwei Zügen mit 50 TP wiederbelebt, wenn andere Gegner noch räumen. Oh, je. Ganz schön nervig. Da bringt es ja extrem Spalten einzusetzen. Füge 6 Schaden zu, fügt für jede deiner Schlag behalten. Aha, okay. Das ist ja witzig. Ich habe noch zwei Schlagkarten, ja. Ja. Gut zu wissen, dass es so eine Karte auch im Deck gibt, ne? Da sollte man ja die Schläge dann nicht wegwerfen, wenn man den perfekten Schlag möchte. Oh, Level Wind. Aha. Buffet sich.
Schöpfer aller Karten, außer Angriffen und füge da Schaden zu, okay. Die haben extrem viel Schaden verursacht, ne? Tö. Die Glocke. So, ja. Die kriegen wir alle gediegen ganz langsam runter. Machen wir Kampf trotz. Ich glaube, wir bekommen jetzt ein bisschen Schaden, aber sei es drum. Ich mache einen Wirbelwind. Die wachsen nach. Wie lustig ist das denn? Farbloser Trank. So einen haben wir doch, oder? Ah, ne, ist ein Machttrank. Na, die brauchen wir nicht. Schmerzfrei. Nur spielbar, wenn alle. Oh, den habe ich jetzt nicht mitgenommen, tut mir leid. Ah, natürlich. Kann ich das noch machen? Okay, wunderbar. Ich habe 5 Plätze. Eieiei. Ja, richtig, ich kann ihn noch mitnehmen. Schaden, leck mich an. Was hat der denn? Kugelwandler. Er hält am Ende der Ereignis. Oh, den müsste ich dann so schnell wie möglich runterprügeln, ne? Bam. Haar brennen. Erleide am Ende deines Zuges 2 Schaden. Eieiei. Der ist nervig. Okay, was machen wir jetzt? Er macht 18 Schaden, wir haben 18. Okay, dann können wir. Ihm erstmal was reinprügeln hier. Oh nee, jetzt kann ich. Oh
Nee, Hauptkomm, da setzen wir jetzt. Obwohl. Lass es. Soll es sein. Ich setze da jetzt keinen Trank ein. Okay, okay. What the hell? Zum Glück zieht man Knaufschlag. Okay, da war die Stadt. Erhalte 4 Panzerrüstung. Mhm. Ziehe 2 Karten. Lege die Karten an. Lege eine Handkarte auf den Nachtziehstab. Verliere am Ende deines Zuges 4 Stärke. Okay, das nehmen wir mit. Meine Karten werden langsam wirklich sehr viele. Es wird Zeit, dass ich eine rausschmeiße. Berserker. Beginne jeden Kampf mit 1 plus Stärke. Kampfkartenbelohnungen erhalten jetzt auch farblos und andersfarbige Karten. Was werfen wir aus? Ich würde fast sagen, dass wir eine Verteidigung rausschmeißen. Und ansonsten nehmen wir nichts mit. Was bist du? Der Schlund. Er machte eigentlich nur einen negativen Effekt. Das Problem ist, ich habe gar nicht so viel Schaden, dass ich machen kann an ihm. Junge, Junge. Hätte ich jetzt anders spielen sollen. Egal. An die Schockwelle kommen. Neue Barrikade, ne? Der macht ja sowieso hier einen Buff. Ich glaube, die kann richtig gut sein. Oh, der bufft sich auch mit 2, mit 3 Stärken. Das wird ein langer Kampf. Gerade jetzt bekomme ich sowas, wo ich es nicht brauche. Toben. Nimm eine zufällige Karte auf deinem Wiese, kostet verdoppelt den aktuellen Block. Warum nicht?
27. Nehmen wir nichts mit. Aber lässt es ein langer Fight. Drauf Schnecks. Er warf dich auch nochmal. Eieiei, 44 Schaden, okay. Wende 3 schwach und verwundbar auf alle Gegner an. Wunderbar. Ja, Geisterrüstung, komm. Alles noch gut, wir haben 26 Rüstung. Passt. Und schon wieder 64 Rüstung. 68 Rüstung, das ist krank. Einhundertsechsunddreißig Rüstung. Hallihallo. Und weg mit dir. Wende zweimal schwach auf alle Gegner an. Junge, Junge, das. Ah, schon wieder die. Muskelspiel. Ja, ein bisschen nervig. Erschöpfe alle Handkarten außer Angriff und füge. Ja, komm, Seele trennen. Ich würde gern. Ja, wenn du Blicke hältst, ne? Ah, Dreck, aber ehrlich. Alles noch okay. Gelassen, dann machen wir den hier. Wunderbar. Läuft doch, läuft doch. Ist bis jetzt alles okay, denke ich. Oder? Kämpfe dauern halt in dieser Stage etwas länger, ne?
So, der wächst nach, okay. Aufrüsten, dann haben wir Spalten. Oh, was ein Dreck. Ah, zum Glück läuft das so. Turm plus. Mhm. Komm, den nehmen wir mit. Elitekampf, Elitekampf. Hallihallo. Jetzt geht's los. Was bist du denn? Reptilomartin und Dolche. Aha. Heilige Scheiße, wirklich? Wir bekommen jetzt Untertan. Oh, shit. Die beschwört die ganze Zeit Deutsch, oder was? Das ist ja böse. What the hell? Mal einfach 25. Und gleich wieder ein Untertan hergezaubert. Alter Junge. Eieiei. Leck mich am Kippen. Jemand jetzt auch 27. Soll das ein Schatz sein? Ich hätte das früher spielen sollen. Ja, machen wir den hier. Echt böse. Was macht sie denn? Ah, ein Untertan, okay. Das ist so ganz okay. Das ist okay, das ist okay. Problem ist,
Es geht okay. Okay. Erstmal durchatmen. Friedenspfeife, du kannst jetzt an Lagerfeuerkarten aus deinem Deck entfernen. Geil. Spiele die obersten drei Karten deines Nachziehstapels. Aha. Ja, komm. Wenn sie verbessert ist. Dann. Nee, nicht schon wieder ein Elite. Ich habe genug Elite-Kämpfe. So, was bist denn du? Knollmasse. Endet seine Absichten beim Erleiden von Angriffsschaden. Aha. Bei Angriffsschaden 5 Block erhaltener Block wird, wenn Wendig aufgelöst wird, sitzt zu Beginn deines Zuges auf 3. Das verstehe ich nicht ganz. Muss man das verstehen? Auf jeden Fall ist er ziemlich heftig. Okay. Was macht er? Wieder sowas Komisches da. Ich mach die einfach mal mit rein. Ui, 30 Schaden. Ah, wunderbar. Parasit. In mein Deck oder was? Mal den mit rein. Oh, ist das ein nerviger Gegner, ehrlich. Okay. Wir erhalten zu wenig Block und zu viel Schaden in der letzten Zeit.
wäre es okay so. Den Ring war auch noch nach unten irgendwie. Wunderbar. Stärketrank, yay. Dann nehmen wir nichts mit. Wir können eine Karte aus dem Deck entfernen. Hier kommen ganz schön viele Kämpfe. Da ist ein Parasit drin. Wird diese Karte transformiert oder aus dem Deck entfernt, verliere 3 Max OP. Max TP. Das ist aber eklig. Papierpusch. Gegner mit Verwundbar erleiden 75% mehr Schaden statt. Oh, geil. Wieso bekommen die einfach so Stärke? Die buffen sich ganz schön hoch hier. Kann ich sie spielen, ne? Ja, unnötig. Jetzt muss ich irgendwie Schaden machen. Mache ich aber nicht. Oh, jetzt wird's eklig. Jetzt wird's eklig. Okay.
erhalte 2 Geschicklichkeit. Geschicklichkeit verbessert die Karten, erhalten einen Block. Oje, ob wir das schaffen? Was bist du denn? Hä? 999. 999, ja. Steht in 15. Krank. Erleidet beim Erleiden von Schaden genauso viel Stärke wie... Verliert beim Erleiden von Schaden genauso viel Stärke für diesen Zug. Aha. Interessant. Fanart. Servus, servus. Danke, danke. Bist du eben erst dazugekommen? Viel Erfolg mit dem Run. Ja, das ist mein erster Run, um ehrlich zu sein. Ich habe das Spiel neu angefangen. Ganz neu, ich habe es noch nie gespielt. Und ich bin jetzt schon ziemlich weit. Ich bin jetzt im dritten Akt. Aber jetzt wird es extremst schwierig. Und ich bin ein kleines bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Schau dir das Monster an, kennst du den, Herr Schwundling? Ja, das ist noch der erste, richtig. Ich bin noch sehr, sehr Frischling hier im Slay the Spire-Universum. Würde mich aber über jeden Tipp freuen. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Erhält am Ende des eigenen Zuges 8 Stärke zurück. What the hell? Ah, okay. Alles klar. Ach, ich muss es machen. Auch wenn ich es nicht gern tue. So, ich muss 5 Runden hier überleben. Was bedeutet? Der macht jetzt 0 Schaden, ne? Ja. Kann man das Ding eigentlich auch besiegen? Das würde mich mal interessieren. In 5 Runden. Alter, 50 Sterbe? Wieso kriegt der jetzt aber 50 Sterbe? Ist das, hä? Ah, lass den nehmen wir mit. Aber bis jetzt sieht es eigentlich noch ganz okay aus. Noch ganz gut. 60, ja, 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 ja. Aber der war stärker. Ist der krank oder was? Vor allem, ich krieg jetzt keine Rüstung. Das könnte es eventuell schon gewesen sein. Irgendwie schaffe ich das.
Wenn du Tipps willst, musst du die richtigen Fragen stellen. Ja. Okay, das sieht doch gut aus. Noch eine Runde, jetzt hat er bestimmt 70 oder so. Alter Junge. Das war sowas von ins Klo gegriffen. Aber irgendwie hat es funktioniert. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall greift er jetzt mit 0 an. Das war's für dich. Alter, wie viele Kämpfe da noch kommen? Wir sind noch lange nicht am Ende. Uff, was ist denn das? Explosiv. Explodiert in 3 Zügen. Ach du Scheiße. So, ich muss den definitiv als erstes weghauen. Ganz klar. Die machen benommen. Cool. Wie sagte einst ein weiser Mann, ein kluger Mensch lernt viel aus einer dummen Frage, ein dummer Mensch nicht aus klugen Antworten. Das ist seit langem mal wieder was, was ich nachdenken muss. Das gibt's doch nicht. Hopp, komm, da explodiert gleich. Das sagte Bruce Lee. Aha. Bruce Lee. War das nicht der Karatekämpfer, ne? Ach nee, hopp, komm, das ist es jetzt wirklich dein Ernst? Dass ich jetzt nichts bekomme zum Angreifen? Das ist traurig. Das wird böse, sage ich euch. Ah, Kung Fu, ne? Genau so war das. Blitz und Donner. Eins. Wirklich eins. Fanart, bist du in Slay the Spire begabt? Hast du schon viel hinter dir?
Kannst du sagen, du bist ein Slay des Bayer Experte? Wir gehen hierher. Auf deinem Weg die Krümmpfade hinauf verläufst du dich immer weiter, weil die Wände und der Boden sich unerklärlicherweise vor deinen Augen zu verschieben scheinen. Die ständige, in deinem Hinterkopf flüsternde Stimme helfen auch nicht gerade weiter. In einem Gebilde, von dem du sicher bist, dass du es schon vorher gesehen hast, beginnst du dich zu fragen, ob du den Verstand verlierst oder ob das die mögliche Geografie dieses Ortes dich langsam in die Irre führt. Du musst etwas ändern, und zwar schnell. Jedenfalls sagen das die Stimmen, und warum sollten sie lügen? Erhalte zwei Wahnsinn. Eine zufällige Handkarte kostet für den Rest des Kampfes. Werde verflucht. Unspielbar angeboren. Leid. Ist das gut, Leid? Als du einen Moment anhältst und die hügelige Landschaft zu betrachten, meinst du plötzlich eine Art Muster in die Willkürlichkeit der Umgebung zu erkennen. Immer wenn du die verrückten Geräusche in deinen Gedanken zu stören beginnen, erträgst du den geistigen Schmerz und ignorierst sie. Nach einer Weile gelingt es dir, einen Weg von nach vorn festzulegen, und du gehst weiter, fortan immun gegen die schändliche Natur dieses fremdartigen Ortes. Krass, krass. Alter, was sind denn das jetzt schon wieder für komische Schachteln? Explodiere. Der Nightbot sagt kein Backseat-Gaming, sagt nichts, wenn er deshalb stellt deine Fragen lieber, es sei denn, du gibst freie Fahrt. 200 Stunden Spielzeit. Mit dem Iron habe ich das Game komplett durch. Mit den anderen bin ich noch dabei. Der Iron ist es, der da, mit dem ich auch spiele gerade. Kein Backseat-Gaming, ja, der Nightbot hat noch den. Die Befehle drin von GTA, von daher kannst du den Nightbot ein bisschen ignorieren. Den Follow würde ich mich trotzdem freuen. So. Ah ja, okay, alles klar. Alter, 200 Stunden? Wie krank ist das denn? Um nur den komplett durchzuzucken. Oh, das ist krank, Leid. Oh, das ist bitter. Das ist bitter, sage ich dir. Alter. Gib mir doch was Gescheites. Geht bis 20. Es ist ein Roguelike und es gibt ein New Game Plus. Aha. Krank. Ich weiß nicht mal, wie schnell einer auflevelt, weil das ist hier mein erster Run. Ich sehe gerade von meinem MacBook, das ich hier auch noch bei mir stehen habe, geht die Batterie leer. Da muss ich mal ganz kurz was anstecken. So. Sorry. Ja, alles.
alles klar, wird geladen. Ich hau dich gleich mal weg. Außerdem sammle ich die Trophäen und die Achievements. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr langer Weg, um alles freizuschalten. Ich meine, du jetzt schon bei 200 Stunden bist, Alter. Aber Respekt, dass du es durchziehst, ehrlich. Finde ich krass. Ich glaube, manche hätten das Durchhaltevermögen. Ach, zieh eine Wunde nach. What the hell? Ah, das hat er negiert. So ein Dreck. Alter, da macht er immer mehr Stacheln. Heftig. Unter 100 Stunden sind alle Achievements möglich. Ich muss in Vergangenheitsform reden. Ich habe alle Achievements. Jetzt zucke ich nur noch aus von. Achso, okay, cool, cool. Hammer, hammer. Trotzdem 100 Stunden. Jetzt bekomme ich eventuell ein bisschen Schaden. Ja. Es wird schwierig. 30, ah. Zum Glück habe ich mich vorhin geheilt. Bei dem Event. Ach nein. Jetzt kann ich das nicht mehr spielen. Der macht mich fertig hier. Selbst wenn ich mir jetzt zwei Stärke gebe, mache ich nur 18 Schaden. Ne? Kotzt die Wand an. Oh, 25, perfekt. Oh, ich nehme nichts mit. So, letztes Lagerfeuer. Für uns bedeutet das definitiv ausruhen. Wir kommen zum Endboss. Und das im ersten Run. Oh, was ist denn das? Holy shit, der Erweckte. Hat Regeneration. Er ist neugierig. Erhält immer, wenn du eine Macht ausspielst, eine Stärke. Dieser Gegner ist noch nicht erwacht. Was heißt das denn wieder? Und da hat er zwei Kultisten dabei. Richtig frech.
bekommt er eine Stärke, ne? Jetzt, wenn wir das benutzen. Ah. Dann nehme ich nichts. Das ist kaputt, Alter. Komm, wir trinken den. Das wird ein heftiger Fight, sage ich euch. Und die werden immer stärker, ne? Fügt allen Schaden zu, okay. Ich kann jetzt dies quasi spielen, ne? Ja. Ich hoffe, der erweckt ihn nicht nochmal. Er heißt ja der Erweckte, ne? Ich hoffe, dass er sie nicht erweckt. Oh, perfekt, Moloch. Ja, wir machen das hier. Ziehe drei Karten, ja. Auf geht's. Kann ich gebrauchen, definitiv. Alter. Wieso? Der regeneriert viel zu viel. Ich müsste es eigentlich spielen, ne? Aber ich krieg dann zwei Wunden rein. Komm, lass es. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wird. Der Mama. No, ist alles gut. Du setupst dich. Ja, richtig. Ich wähle mich immer stärker, ne? Der bekommt auch eine Stärke, das ist okay so. Oh, verflucht und zu wenig. Jetzt macht er einfach viel zu viel Schaden.
Ich muss das, glaube ich, spielen. Das kann ich jetzt so lassen. Er macht nur 15. Ich habe 16 Block. Kostet für jeden deiner TP-Verluste in diesem Kampf. Ja. Auf geht's. Und das ist jetzt böse. Wende schwach und verwundbar an. Mach mal Schockwelle ein. Nimm es gelassen. Schmetter mal ihn weg. Ich würde gern, wenn es möglich ist. Scheiße. Oh, das reicht. Oh, ja, das reicht. Was geht jetzt ab? Ich kann nichts mehr machen, ne? Oh mein Gott. Nochmal voll. 41. Jetzt ist er erwacht. Jetzt ist er erwacht. Jetzt ist er erwacht. Jetzt geht er los. Puh. Junge, Junge, Junge. Ich muss definitiv ein Kinnhaken machen, ne? Macht er 30 Schaden. Das ist böse. Das kostet mich nichts. Alter, wieso mache ich so abartig brutalen Schaden? Das ist ja krass. Kann ich leider nicht spielen. Das ist böse. Noch 18 habe ich. Jetzt macht er 24. Ne, 24? Stimmt das? Hau einfach mal alles rein jetzt, was ich noch hab. Ich glaub. Ja, yeah, Baby. Geht jetzt weiter. Bam, bum, bam, bum, bam, bum. Eine tief pulsierende Bedrohung ist im ganzen Raum zu spüren. Ist das das Herz des Spires? Der Quell dieses Bösen? Du ziehst deine Klinge. Angreifen? Oh, du verursachst 763 Schaden. Das Herz windet sich und blutet, doch es schlägt schließlich immer noch. Reichen deine mächtigen Angriffe nicht aus? Du fragst dich, war ich früher schon mal hier? Du spürst insgesamt 763 Schaden am Herzen verursacht hast. Insgesamt wurden
Alter Junge, sie ist das von der ganzen Welt, ne? Das ist krank. Das Herz pulsiert lauter und lauter, während dein Bewusstsein schwindet. Schlafen. Ist er tot? Es ist ein Fragezeichen, ne, bei Sieg. Ist er einfach in Trance gesetzt worden? Siebenhundertdreiundsechzig. Für den ersten Run. Das, und dann gleich geschafft. Natürlich auch dank eurer Hilfe, muss ich dazu sagen. 2 Stunden 45. Das ist eine ordentliche Zeit. Jetzt schauen wir mal. Schweres Schwert. Jetzt haben wir noch Karten freigespielt. Knapp 3 Stunden sportlich. Ist das gut so in der Zeit? 3 Stunden oder ist das langsam? Ich meine, beim ersten Mal dauert es immer ein bisschen länger. Falls der Gegner angreifen will, erhalte 3 Stärke. Oha. Verdoppelt deine Stärke. Ah, das ist alles, was wir freigespielt haben jetzt. Oh, ein neuer Charakter. Das war's. Okay. Ja, geiler Shit. Und schon sehe ich den Abspann nach dem ersten Run. Und schon habe ich das Spiel durchgespielt. Und für eine Art hat einfach 100 Stunden dafür gebraucht. Was ist das denn? Ist das sowas wie ein Siegel, das sich öffnet? Alles gut. Du hast First Try den ersten Rang gemacht, ja. Durchgespielt. Okay. Da haben wir jetzt ein Kompendium. Kartenbibliothek. Oh, Steel Trainer. Danke für den Follow. Danke, danke. Gibt es ja noch einige Karten freizuspielen. Dann haben wir hier eine Reliktsammlung. Holy shit, gibt es da viele. Alter, Junge, 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 Junge. Damit hast du dein erste NG-Level mit dem Iron freigespielt. New Game, ne? Tranklabor. Charakterstatistiken? Aha, das sind dann alle freigeschalteten Trophäen. Dann haben wir hier Rangliste. Freunde haben das auch, okay. Und die Run History. Aha, da werden dann alle quasi aufgelistet. Das ist ja krank. Dann gibt es noch Patch-Notizen und dann haben wir hier Spielen. Den Run des Tages haben wir auch freigeschaltet. Bleiben nur noch 19. Wie meinst du das? Das hier, Aufstiegsmodus. Meinst du das hier? Runs werden mit jedem Sieg schwerer. Siegeswerte wird nicht beeinflusst. Ah, ja, yep, okay. Kann man da irgendwas freischalten, wenn man den Aufstiegslevel-Modus freischaltet? Eliten spawnen öfter. Oder
kann ich einfach auch nochmal standardmäßig reingehen und trotzdem level ich ab. Aber das macht ja keinen Sinn. Was ist denn zufälliger Seed einstellen? Ah, so, okay. Dann kann ich. Ah, das geht, alles klar. So, dann haben wir hier die Stille. Eine Charakterin. Die tödliche Jägerin aus den Nebelländern. Beseitigt Gegner mit Dolchen und Giften. Das ist genau meins, glaube ich. Ziehe zu Beginn jedes Kampfes zwei Karten mehr. Aha. Das gibt dann aber definitiv der nächste Run und den mache ich heute leider nicht mehr, weil ich jetzt schlafen gehen muss. Wir haben schon 2 Uhr nachts bei mir und ich muss morgen wieder früh raus um 6.